Zeuge Pinchas Schwarzbaum, Israel. Ingenieur, 61 Jahre. 140. Verhandlungstag, 4.3.1965. Wohnen Sie in Tel Aviv? Mieszka w Tel Awiwie? Mieszkam w Tel Awiwie. Ja. Herr Schwarzbaum, Sie waren ebenfalls in Auschwitz. Pan był również w Oświęcimiu. Tak, byłem w Oświęcimiu. Ja. Sind Sie damit einverstanden, dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Czy pan zgadza się, że zeznanie pana będzie wzięte na taśmę magnetofonową dla ułatwienia pracy sądowej? Owszem, zgadzam się. Jawohl, ich bin einverstanden. Herr Schwarzbaum, wann sind Sie nach Auschwitz gekommen? Kiedy pan przybył do Oświęcimia? 1. Augusta 1943. Ich bin am 1. August 1943 gekommen. Am 1. August 1943 und blieben Sie bis zum Schluss dort? I pan tam został do końca. Zostałem w Auschwitzu do albo koniec aprila, albo początek maja, a potem nas przeniesiono do Bobrek, do komando Siemens. Ale Bobrek był przy Auschwitzu. Tak. Ich bin entweder bis Ende April oder vielleicht war das Anfang Mai in Auschwitz geblieben und dann kamen wir zum Kommando Bobrek. Aber Bobrek gehörte ja auch zum Auschwitz. Ja, also April, Mai 1944 kamen Sie nach Bobrek und wann kamen Sie von dort weg? I kiedy pan stamtąd został? 18 stycznia 1945 zostaliśmy ewakuowani do Gliwic pieszo. Am 18. Januar 1945 wurden wir zu Fuß nach Gleiwitz evakuiert. Ja. Herr Schwarzbaum, bevor Sie nach Bobrek kamen im April, Mai 1944, wo waren Sie da untergebracht? Proszę pana, zanim pan w końcu kwietnia czy początkiem maja 1944 przeszedł do Bobrka, to gdzie pan mieszkał? Na początku 1 augusta zostałem przesłany do lagru A, to była kwarantanna, do lagru A. A potem albo w oktobrze, albo w nowembrze zostaliśmy przeniesieni na lager D, na blok numer 11. Ganz am Anfang, also vom 1. August ab, da kam ich ins Lager A. Und später, entweder im Oktober oder im November, kam ich dann ins Lager D, Block Nummer 11. Wissen Sie, wer im Allgemeinen in Block 11 untergebracht war? Czy panu jest wiadomym, kto zasadniczo mieszkał w tym bloku 11? To było na ogół strafkommando. Im Allgemeinen war das ein Strafkommando. Dla nas, dla komando Siemensa, miało być Schonungskommando. Für uns aber, für die Leute, die zum Siemens-Kommando gehörten, sollte es ein Schonungskommando sein. Schonungsblock sein. Ale miało być tak, ale tak nie było. Das sollte so sein, so war es aber nicht. Wieso wissen Sie, dass es so sein sollte? Skąd panu jest wiadomym, że tak miało być? Tak mówiono i tak nam powiedzieli cywiliści od Siemensa, że nam tam będzie dobrze, dostaniemy lepsze jedzenie, żebyśmy mogli pracować dla Siemensa. So wurde gesprochen, das haben uns die Zivilisten von Siemens erzählt. Sie haben uns gesagt, sie werden dort besser zu essen bekommen, sie werden mehr zu essen bekommen und wir werden dort uns ausruhen können, bis wir die Arbeit bei Siemens anfangen. Es war aber nicht so, wie Sie sagten. Ale tak nie było. Tak nie było. Wie war es denn? Jakże było? To było jedno wielkie piekło. Das war eine große Hölle. Und warum und wieso? A dlaczego i z jakiego powodu? Dlaczego? Zasadniczo to ten cały reżim auschwicki był po to, żeby wszystkich terroryzować, żeby wszystkich wymęczyć, żeby wszystkich wystraszyć i żeby później wszystkich posłać do pieca. Bo jak przyszliśmy na lager... Eigentlich das ganze System im Lager Auschwitz bezweckte, einen Terror hervorzurufen, um die Leute zu verängstigen, um die Leute zugrunde zu richten, um die Leute dann, wenn sie ganz fertig sind, ins Gas zu schicken. Jak przyszliśmy tam, to nam od razu SS-mani powiedzieli, wchodzicie wprawdzie bramą, ale wyjdziecie kominem.
Als wir dorthin gekommen sind, haben uns die SS-Männer gesagt, ihr kommt zwar hier durch ein Tor herein, aber heraus kommt er nur durch die Schornsteine. Haben Sie in Ihrem Block 11 den Block Ellison gekannt? Czy na bloku 11 znał pan blokowego tego bloku? Za dobrze go znałem. Zu gut kannte ich ihn. Wie hieß er denn? Jak on się nazywał? Emil Bednarek. Und wieso kannten Sie seinen Namen und ihn selbst? Skąd pan znał jego nazwisko i jego samego? Jego nie nazywano inaczej, albo ten morderca Emil, albo Bednarek. Nosił opaskę blok 11. I znaliśmy jego, bo on z nami... On z nami robił gimnastykę, on się nad nami znęcał, on nas bił i on zabijał ludzi. Wir kannten ihn und keiner sprach anders von ihm als der Mörder Emil oder einfach Bednarek. Er hatte eine Armbinde, worauf Block 11 stand. Er schlug uns, er misshandelte uns, er machte uns das Leben zur Hölle. Und er tötete die Menschen. Einige. Nicht alle natürlich. Haben Sie selbst miterlebt, dass er Menschen tötete? Ja, einige Fälle. Wollen Sie die bitte erzählen? Może pan opowie każdy z tych wypadków. Chodzi o wypadki, gdzie zabijał. Es geht doch um die Fälle, wo er getötet hat. Ja. Tak. Pierwszy wypadek był w okresie Bożego Narodzenia 1943. Der erste Fall ereignete sich um die Zeit der Weihnachten 1943. Pewnego wieczoru on gonił przez blok grubą laską w ręku człowieka. Eines Abends trieb er vor sich durch den ganzen Block einen Mann mit einem großen, dicken Stock. Ten przez blok na podwórze, nasz blok miał podwórze zamknięte. Er jagte diesen Mann durch den Block auf den Hof. Und unser Hof von unserem Block war geschlossen. I tamtego człowieka bił. Ja, dort schlug er diesen Menschen. Ja chciałem wyjść, bo musiałem pójść do ubikacji z bloku. Był sztum Eltyse, który stał koło drzwi. Nie dał mi wyjść, ale widziałem, że on go bił rydlem, łopatą. Można coś troszkę wody? Tak. Also ich wollte gerade rausgehen, ich wollte auf die Toilette. Der Stubenälteste, der an der Tür stand, ließ mich nicht durch. Ich habe aber trotzdem gesehen, wie er den Menschen auf dem Hof mit einer Schaufel geschlagen hat. Potem Bednarek wrócił na blok i zwrócił się do Stubowych po polsku. Zabierzcie to śmierdzące gówno. Zesrał się. Dann hat er zurückgekehrt in den Block und sagte zu den Stubenältesten in Polnisch, schafft diesen schmerzące gówno. Diese stinkende Scheiße fort. Er hat unter sich gemacht. Stubowy, to był Stasiek, nazywał się. Ten Stubowy, dlatego, że ja chciałem przed tym wyjść, to on mnie wołał, żebym poszedł z nim i przepraszam. Powiedział jeszcze, zabierzcie go pod zimny tusz. Entschuldigen Sie bitte, ich habe etwas vergessen zu sagen. Er hat noch gesagt, nehmt ihr unter die kalte Tusche. Stasiek, ten Stubenälteste, on, ja chciałem przed tym wyjść, to on mnie wołał, żebym poszedł z nim i jeszcze w czwórkę poszliśmy, zanieść go z podwórza pod zimny tusz. Dadurch, dass ich vorher mich gemeldet habe, dass ich rausgehen wollte, nahm mich der Stubenälteste Stasiek mit. Zu viert haben wir diesen Mann vom Hof unter die kalte Dusche geschafft. Rozebraliśmy go i on już nie żył. Wir haben ihn ausgezogen,
aber er lebte nicht mehr. Stasiek i ten drugi sztubowy zostali, zmyli go i ja wróciłem na blok, bo to był dla mnie straszny widok. Stasiek und der andere Stubenälteste, die blieben noch, haben ihn abgewaschen. Ich ging aber wieder zurück, weil das für mich ein furchtbares Bild gewesen war. Przepraszam, czy mogę dostać troszeczkę wody? Darf ich bitte um etwas Wasser? Ja, natürlich. Herr Zeuge, Sie sagten, das sei ungefähr an Weihnachten 1943, also im Dezember 1943 gewesen. Pan powiedział, że to był... Narek und hat den Mann geschlagen mit dem Schaufelstiel. Ja. So war's? Ja. Und das haben Sie gesehen. Und Sie sind... Pan, więc tak pan powiedział, że pan chciał wyjść, Sztubowy stał przy drzwiach, pana nie wypuszczał, a na podwórzu był Bednarek, który bił lopatą tego człowieka i to pan widział. To ja widział. Und das habe ich gesehen. Das haben Sie gesehen. Und Sie haben auch nachher, als Sie den Mann zu der Dusche brachten, gesehen, dass der Mann tot war. I jak pan zaniósł tego człowieka pod zimny dusz, to pan widział, że on nie żył. Tak jest. Jawohl. Und wissen Sie noch, was die Veranlassung war zu diesem Verhalten des Bednarek? Wie pan, jaka była przyczyna, że się Bednarek w ten sposób zachował? Przyczyny nie wiem, ale Sztubowy powiedział, że to jest inżynier, to są stare porachunki z Bednarkiem. Was für Grund da gewesen ist, weiß ich nicht. Aber der Stubenälteste hat gesagt, das ist ein Ingenieur und das sind alte Rechnungen zwischen ihm und Bednarek. On był Polakiem, nie Żydem. Das war ein Pole, nicht ein Jude. War das auch ein Ingenieur, der für die Firma Siemens und Schuckert vorgesehen war? Czy to był inżynier, który też do tej firmy dla Siemensa? Nie. Nie. Nein. On tego dnia został sprowadzony, tego samego dnia został sprowadzony na blok, na Strafblock. Nein, gerade an diesem Tag kam auf den Strafblock. Dieser Ingenieur. Ten Ingenieur. Ten Ingenieur, ten ja. Polak. Dieser Ingenieur, das war ein Pole. Ja. Sind Ihnen die beiden Zeugen, die wir heute gehört haben, Woloski und Preston, ein Begriff? Kannten Sie die beiden Herren? Czy pan zna tych dwóch panów, którzy dzisiaj zeznawali, Rolowski i Preston? Wolowskiego znam pod tym nazwiskiem, a tego drugiego nie znam pod tym nazwiskiem, ale znałem go, tam go nazywano George. Wolowski kannte ich noch unter dem gleichen Namen, den Preston kannte ich unter dem Namen nicht, aber man, er hieß unter uns George. George. Waren diese beiden Leute auch dabei, als das damals mit Bednarek sich abspielte? Czy ci panowie byli również obecni przy tym, kiedy ta historia miała miejsce z Bednarkiem? Na bloku byli wszyscy, bo z naszego bloku nie można było tak dobrze wyjść. Ale czy wszyscy widzieli, czy wszyscy o tym wiedzą, to mnie trudno powiedzieć, bo nie każdy pamięta te same wypadki. Są ludzie, na których jedno zdarzenie wywarło większe wrażenie lub mniejsze wrażenie. Ale waren, każdy pamięta coś innego. Alle waren auf dem Block, weil wir uns von unserem Block nicht entfernen konnten. Also alle waren dort. Nun kann ich natürlich nicht sagen, ob sie das gesehen haben. Es ist nämlich so, dass auf jeden etwas anderes einen besonders großen Eindruck gemacht hat. Darum kann man schlecht sagen, ob das dieselbe Person das Gleiche wie die andere Person gesehen hat. Wissen Sie zufällig, wie der polnische Ingenieur hieß, der da totgeschlagen worden ist? Czy pan przypadkowo nie wie, jak się nazywał ten polski inżynier? Ich weiß es nicht. Also, wir haben vorhin eine ganz ähnliche Sache gehört von einem polnischen Ingenieur namens Hirschhorn. Hirschhorn. Myśmy słyszeli akurat nazwisko Hirschhorn, że to też był polski inżynier. Nie znam tego nazwiska. Ich kenne diesen Namen nicht. Ale znam inne wypadki. Nun, ich kenne aber andere Fälle. Ja. Nun, dann erzählen Sie bitte weitere Fälle. No niech pan te inne wypadki opisze. Inny wypadek był pewnej niedzieli. Blok Bednarek werbował, chciał werbować ludzi z naszego komanda dla Sonderkommando.
Ja, also jetzt kommt der zweite Fall. Das war an einem Sonntag. Bednarek bemühte sich, Leute von unserem Block für das Sonderkommando anzuwerben. Das Sonderkommando war bei unserem Block und 13. Block. Sonderkommando, das war in einem Nebenblock, in dem Block 13. Ja. I on nam opowiedział, że warto tam pójść, tam jest dobre jedzenie, tam jest czasami wódka, jest kiełbasa, tam przyjdziecie do siebie. I bardzo się starał przekonać paru ludzi, żeby tam poszło. Er hat uns erzählt, dass dort in diesem Sonderkommando sehr gut sei, dass man dort gutes Essen hat, manchmal auch Schnaps und Wurst. Und dass es uns sehr gut geht. Er wollte einzige von uns überzeugen, dass sie dort, wenn sie dorthin gehen, gut haben werden. Nikt się nie zgłosił, więc zaczął robić gimnastykę z nami. Niemand hat sich gemeldet und darum hat er mit uns angefangen, die Gymnastik zu treiben. Gimnastyka się skończyła, powiedział, teraz robimy cyrkus. Als die Gymnastik zu Ende war, hat er gesagt, und jetzt werden wir einen Zirkus machen. Ten wypadek pamiętam szczególnie dobrze, bo ofiarą, jedną z ofiar tego cyrkusu był człowiek z mojego miasteczka, którego znałem sprzed wojny, znałem jego ojca, znałem jego siostrę. An diesen Vorfall erinnere ich mich besonders, weil einer von den Opfern dieses Zirkus ein Bekannter von mir gewesen ist, der aus der gleichen Städtchen wie ich stammte, dessen Vater und dessen Schwester ich noch aus der Zeit vor dem Kriege kannte. Więc na czym polegał ten cyrkus? Polegał na tym, więc ten z mojego miasta nazywał się Poliwoda. Poliwoda. Poliwoda, ten z mojego miasta. Also woran, wie war mit diesem Zirkus? Was war also, denn das nun? Der Mann aus meinem Städtchen hieß Poliwoda. Zwrócił się do... Darf ich noch mal wissen, wie er hieß? Poli? Poliwoda. Paul, Otto, Ludwig, Ida, Wilhelm, Otto, Dora, Anton. Ja. Yeah. Poliwoda. On się zwrócił do Poliwody i powiedział... Ten śmierdzący Żyd powiedział, że twoja matka była kurwą. Daj mu w gębę. Komu on tak powiedział? Poliwodzie. Pokazał na drugiego więźnia i powiedział, ten śmierdzący Żyd powiedział, że twoja matka była kurwą, daj mu w mordę. Bednarek wandte sich an diesen Poliwoda und sagte zu ihm, indem er einen anderen Mann auf einen anderen Mann deutete. Aus unserem Kommando war der andere Mann auch. Schau mal, dieser stinkende Jude hat gesagt, dass deine Mutter eine Hure gewesen ist. Gib ihm eins. Poliwoda nic mu nie zrobił, stał spokojnie. Poliwoda tat gar nichts, er blieb ruhig stehen. Bednarek jeszcze raz powiedział, powiedziałem ci, daj mu w mordę. On znowuż nic. Bednarek sagte dann noch einmal, ich habe dir doch schon gesagt, gib ihm doch eine Ohrfeige in die Fresse. Ja, mordę. Gib ihm eine in die Fresse. On znowuż nic. Bednarek podniósł kij, on miał taki gruby kij brązowy, podniósł kij, lasł i kijem Poliwodę po głowie. Poliwoda rührte sich nicht, er tat nicht. Daraufhin nahm Bednarek seinen dicken braunen Stock, den er immer bei sich hatte, und schlug Poliwoda über den Kopf. Wtedy Poliwoda uderzył tego drugiego. Daraufhin schlug Poliwoda den anderen Mann. Jak ten drugi dostał trochę od Poliwody, zwrócił się do drugiego i powiedział, co ty sobie pozwalasz od tego Żyda, żeby ciebie bił? Zwróć mu! Als Poliwoda den anderen ein wenig geschlagen hat, wandte er sich an den zweiten und sagte, erlaubst du, dass dieser Jude dich schlägt? Gib ihm doch zurück. I tak on ich podjudzał, szczuł, prosto jak psów, jednego przeciw drugiemu i każdego bił laską. Auf diese Weise hat er die beiden wie zwei Hunde aufeinander gehetzt. Und dabei schlug er einen und den anderen mit dem Stock. Jak obaj się porządnie pobili,
pełni pokrwawieni od lasek, od bicia, upadli na ziemię. Bednarek ich dobijał laską, kopał po całym ciele. Als sie schon ziemlich stark sich gegenseitig geschlagen haben und von ihm die Schläge mit dem Stock auch gekriegt haben, so dass sie mit Blut besudelt waren, fielen sie auf den Boden und er schlug und trat nach ihnen. Er schlug die beiden so stark, dass die beiden erledigt wurden. Potem przyjechał wózek na dwóch kółkach. I Stubendienst ich wywiózł, na tym ta sprawa się skończyła. Dann hat man einen Karren gebracht und der Stubendienst hat die beiden fortgeschafft. Wo haben Sie dabei gestanden? A gdzie pan był przy tym, kiedy się stało? Ja byłem na podwórzu razem z wszystkimi, bo na podwórzu on zebrał nasze komando, Siemens Komando, on nas zebrał. I na podwórzu on werbował i wszyscy robiliśmy gimnastykę, a po tej gimnastyce on wobec wszystkich robił ten cyrkus. Ich stand zusammen mit allen anderen auf dem Hof. Er hat unser Siemens-Kommando auch auf dem Hof, ließ uns auch auf dem Hof uns aufstellen, genau wie die alle anderen. Dann hat er doch versucht, die Leute zu überreden, dass sie für Sonderkommando, zum Sonderkommando gehen. Und dann hat er mit uns die Gymnastik dort getrieben und dann hat er mit uns diesen Zirkus gemacht. Konnten Sie erkennen, ob die Leute tot waren, die der Bednarek da so czy mógł pan rozpoznać, czy ci ludzie nie żyli, których Bednarek ja bił? Ja nie jestem lekarzem, ale w moich oczach to były trupy. Ich bin kein Arzt, aber in meinen Augen waren sie Leichen. Wissen Sie, wo sie mit dem Karren hingeschafft worden sind? Czy panu jest wiadomym, dokąd ich odwieźli tym wózkiem? Tam w naszym lagrze był blok specjalny dla to się nazywał Krankenblock, na samym końcu był. I tam ich odwieźli na ten Krankenblock i stamtąd do gazów. In unserem Lager, da war so ein besonderer Block, ich glaube Krankenblock, das war so ganz am Ende. Sie wurden dorthin geschafft und von dort aus ins Gas. Ins Gas? Ja. Oder wollten Sie damit sagen? Oder ins Krematorium. Krematorium. Und wissen Sie, ob die Leute auf dem Krankenblock gestorben sind oder haben Sie etwas noch davon gehört? Czy panu jest wiadomo, czy ci ludzie zmarli tam na tym bloku? Czy pan coś słyszał na ten temat? Nic nie słyszałem, ale ja jestem przekonany, że oni byli martwi u nas na podwórzu. Ich habe nichts gehört. Ich bin aber überzeugt, dass sie bereits auf unserem Hof tot waren. Wissen Sie noch, wann das ungefähr war, dieser Sonntag? Kiedy mniej więcej była ta niedziela? To mniej więcej było, to było po selekcjach, to mogło być februar. Ja, wann war das ungefähr? Das war nach den Selektionen. Also es könnte etwa Februar gewesen sein. Po selekcjach. Nach den Selektionen war das. Wissen Sie, wer die Selektion veranstaltet hat? A kto te selekcje przeprowadzał? Pierwsza selekcja była na tym bloku chorych. Tam był jakiś lekarz. Die erste Selektion, das war auf diesem Krankenblock. Und sie wurde von einem Arzt und durchgeführt. I jeszcze było tam paru SS-manów, których mówiono, że to nie są lekarze. Noch einige SS-Männer waren dabei, von denen sprach man, dass sie keine Ärzte sind. Druga selekcja była na naszym bloku 11. Die zweite Selektion fand auf unserem Block, Block 11, statt. I wtedy znowuż był lekarz i znowuż dwa SS-manowie, Bednarek był obok tego i uważał, żeby nikt nie próbował się przekraść z miejsca żyjących do miejsca do gazowania. Bei dieser Selektion war ein Arzt und zwei andere SS-Männer. Bednarek stand auch dabei und passte auf, dass niemand versucht, von dieser einen Gruppe den Lebenden zu der Gruppe überzugehen, die für die Vergasung bestimmt wurden.
Sie sprachen vorhin von mehreren Fällen, die Ihnen noch bekannt gewesen seien, wobei Bednarek Leute getötet hätte. Haben Sie noch einen anderen Fall uns zu erzählen? Pan mówił, że pan zna kilka wypadków, kiedy Bednarek zabije ludzi. Czy pan nam może jeszcze jakiś wypadek opowiedzieć? Jeszcze jeden wypadek. Ja noch einen Fall kann ich erzählen. Bitte schön. Proszę bardzo. To było również w tym samym okresie, może tydzień, dwa później, albo tydzień, dwa później to było, bo to też było po selekcjach. Das war etwa um die gleiche Zeit. Es könnte vielleicht eine Woche, zwei Wochen später oder früher gewesen sein, aber eher später, weil das auch nach den Selektionen war. To było podczas apelu wschowego, tak zwany Läuseappell. Das war während eines sogenannten Läuseappells. Od czasu do czasu sprawdzono, czy jesteśmy dosyć czyści, czy nie mamy wszy. Von Zeit zu Zeit wurde überprüft, ob wir sauber genug sind und ob wir keine Läuse haben. U kogo znaleziono wszy? W zależności od ilości, wiesz, dostało się odpowiednią ilość kijów. Od Bednarka albo od Stubowych, ale przeważnie od Bednarka. Wenn bei einem oder einem anderen Läuse gefunden wurden, dann bekam derjenige so viele Schläge, wie viele Läuse bei ihm gefunden wurden. Die Schläge kamen entweder von Bednarek oder von dem Stubendienst. Nicht so viele Schläge. Pan powiedział tyle, ile? W zależności od... Za jedną wężkę, nie jedno bicie. Tylko ja rachunku dokładnie nie znam. Ich kenne die Rechnung nicht genau. Ich will nur mal sagen, nicht so viel genau, sondern wenn für eine bestimmte Zahl von Läusen bestimmte Zahl von Schlägen vorgesehen war. Ja. Und ist dabei auch ein Mensch getötet worden? Czy przy tym ktoś był zabity? Ja przy tej okazji dostałem 3 kije od Bednarka. Bei dieser Gelegenheit bekam ich selbst 3 Stockhiebe von Bednarek. Kolega mój, którego znałem osobiście sprzed wojny, razem ze mną studiował na technikum, Kiffhäuser Technikum Frankenhausen. Nazywał się Birnfeldheim. Birnfeldheim, pochodził z Tarnowa i studiował razem na Kiffhäuser Technikum Frankenhausen. I znałem go sprzed wojny. Dabei war ein Mann, das war ein Kamerad von mir, namens Birnfeldheim aus Tarnow. Der hat zusammen mit mir vor dem Kriege noch studiert auf einem Kiffhäuser Technikum. Bad Frankenhausen. Er schlief mit mir zusammen auf einer Pritsche. Auf dem dritten, na trzecim piętrze na górze. Auf dem dritten Stock oben. I u niego prawdopodobnie znaleziono dużo wszy. Bednarek go bił strasznie, bei ihm hat man wahrscheinlich viele Läuse gefunden. Bednarek hat ihn furchtbar geschlagen. Prawdopodobnie mu przebił kręgosłup. Wahrscheinlich hatte ihm die Wirbelsäule verletzt. Bo on strasznie płakał, narzekał na bóle w kręgach. I nie mogliśmy zasnąć. Rano, jak wstaliśmy, on był martwy na pryczy. Er hat furchtbar geweint und hat sich beklagt, dass er Schmerzen in den Wirbeln hat. Die Nacht konnten wir nicht schlafen, weil er so geweint hat. Wie wir morgens wach wurden, haben wir bemerkt, dass er tot auf der Pritsche lag. Zdjęliśmy go z pryczy, wynieśliśmy go na podwórze do apelu i on leżał martwy przy apelu. Na ziemi. Wir haben ihn hinausgetragen und beim Appell lag er tot neben uns auf dem Boden. Wie Sie nachher nach Bobrek gekommen sind, war da die Behandlung besser, die Ihnen dort angedient ist? Przenieśli się do Bobrku, to tam było zachowanie się w stosunku do was, lepsze warunki. Stosunkowo to Bobrek był pensjonatem. Chyba, wprawdzie nie było tak bardzo dobrze, ale w porównaniu z blokiem 11 to był pensjonat.
verhältnismäßig, also im Vergleich zu dem, was auf dem Block 11 gewesen ist, war das eine Pension. Tam cywili od firmy Siemens bardzo się o nas starali. Die Zivilisten von der Firma Siemens haben sich sehr um uns bemüht. Szczególnie Oberingenieur Buncius. Besonders der Oberingenieur Buncius. I oni się zawsze starali, żebyśmy dostawali lepsze jedzenie, więcej jedzenia. Sie haben sich sehr darum gekümmert, dass wir besseres Essen und mehr Essen kriegen. Buncius też był jedyny SS-man, który się zwrócił do mnie, jak powiedziałem mu, że ukończyłem szkołę inżynierską w Bad Frankenhausen, że się zwrócił do mnie per Herr. To był jedyny Niemiec. Buncius war auch der einzige Deutsche, der, nachdem er erfahren hat, dass ich studiert habe in Bad Frankenhausen und dass er Ingenieur bin, dass er mich mit Herr angeredet hat. Ich habe keine Fragen mehr. Und den Zeugen sind noch Fragen von Seiten des Gerichts. Ich kenne noch andere Fälle, das sind aber Misshandlungen und keine Fälle mit tödlichem Ausgang. Nun ja, es wäre trotzdem für uns wichtig, auch das zu hören, denn der Zeuge ist ja dafür benannt worden, dass Bednarek sich besonders anständig und ordentlich gegenüber den Häftlingen betragen haben soll. No, te wypadki nas interesują również, ponieważ pan został podany w charakterze świadka po to, żeby zeznać, że Bednarek szczególnie przyzwoicie i sprawiedliwie odnosił się w stosunku do więźniów. Dla mnie to jest coś nowego, że to tak miało być. Das ist für mich etwas Neues, dass es so sein sollte. Nun, was haben Sie uns noch zu erzählen? Co pan jeszcze ma nam do powiedzenia? Jak się robiło gimnastykę. I on robił z nami gimnastykę i trzeba powiedzieć, że on był doskonałym sportowcem. Doskonały sportowiec. I jeżeli komuś się nie udało skakać na klęczkach, wywrócił się kijem, raz, dwa, trzy, ile weszło. Ludzie, on ich nie zabijał, ale prawdopodobnie to miało też wpływ na nich, że oni potem umarli. Czym on był? Laską. Laską. Also als er mit uns die Gymnastik getrieben hat, ich muss hier sagen, dass Bednarek ein ausgezeichneter Sportmann gewesen ist und ausgezeichneter Gymnast. Also wenn er so mit uns Sport getrieben hat und gesehen hat, dass einer nicht imstande war, auf den Knien zu springen, dann schlug er mit einem Stock. Die Leute starben wohl nicht unmittelbar danach, aber doch auf irgendwelche Art und Weise starben sie später. Podczas jedzenia, podczas rozdzielenia jedzenia, jeżeli ktoś według jego zdania nie bardzo porządnie się zachowywał w ogonku, również kijem walił. Wenn beim Verteilen des Essens seiner Meinung nach irgendjemand sich nicht richtig betragen hat, während er in der Reihe stand und auf Essen wartete, so schlug er ebenfalls. I wylał mu zupę i nic nie miał do jedzenia. Und er schüttelte ihm auch seine Suppe aus und auf diese Weise hatte derjenige nichts mehr zu essen. Wie der Bednarek schüttelte dem Gefangenen die Suppe aus. Ja. Er hat es uns bisher so geschildert, die Leute hätten sich gegenseitig die Suppe ausgeschüttet, weil sie um die Suppe gekämpft hätten und hätten sich gestoßen und dabei wäre die Suppe ausgegossen worden. Bednarek nam opowiadał tutaj, że więźniowie jeden drugiemu wylewali zupę, ponieważ tak się szturchali jeden drugiego, że zupa się wylewała. Oni się nie mogli szturchać, bo bali się bicia i od Bednarka, i od sztubowych sztubnistów. Nie mogli się szturchać. Sie konnten sich nicht gegenseitig schubsen, weil sie Angst hatten vom Bednarek, dass sie von ihm geschlagen werden und auch Angst von den Stubendiensten. Oprócz tego Bednarek nas okradał jedzeniem. Noch weiter darüber hinaus wurden wir von Bednarek bestohlen. Myśmy nie dostawali na bloku całych naszych porcji. Auf unserem Block bekamen wir nicht unsere ganze Portionen. A wiem o tym, bo jeden z moich znajomych z miasta Będzina, który dzisiaj jest w Ameryce, uczył Bednarka po angielsku i Bednarek prawdopodobnie już wtedy czuł, że do Polski nie będzie mógł wrócić,
I on już planował ucieczkę, a jak ten, on się nazywał Feuermann, ten, co go uczył angielskiego, jak wrócił od niego, powiedział, och, jakie tam jedzenie. Najadłem się, dostałem pół bochenka chleba, und, kawał kiełbasy, und ich margarynę, weiß, marmoladę. I ta, co tam wszystko jest? Ich weiß das auf diese Weise. Ich habe einen Bekannten, stammt aus Benzin und ist zurzeit in Amerika. Sein Name ist Feuermann. Bednarek nahm von ihm Unterricht in der englischen Sprache. Er wusste schon damals, dass er nicht mehr nach Polen zurückkehren wird und plante schon die Flucht. Feuermann, nachdem er von solchen Unterricht zurückkam, erzählte mir, was ich ja alles dort bekommen habe, ein halbes Laib Brot und ein Stück Wurst und Marmelade und Margarine, was er dort für Lebensmittel hat. Ja, nun sagt Bednarek dazu, diese Lebensmittel hätten von Paketen hergerührt, die er von zu Hause bekommen habe. Bednarek mówi na to, że wszystkie te, cała ta żywność pochodzi z paczek żywnościowych, które on otrzymywał przez cały czas do końca. Ja o tym nie wiem. W każdym bądź razie ta kiełbasa i ten chleb, którą ja dostałem od Feuermana, była ta lagrowa kiełbasa i lagrowy chleb. Davon weiß ich nichts. Jedenfalls diese Wurst und dieses Brot, das ich von Feuermann bekommen habe, das war die Lagerwurst und das war auch das Lagerbrot. Mówiono, że mamy dostać 350 gramów chleba. Man sprach davon, dass wir 350 Gramm Brot bekommen müssen. Że miano dzielić bochenek chleba na cztery części. Bochenek chleba miał ważyć 1400 gramów, tak mówiono. Und dass ein Laib Brot etwa, wie man sprach, 1400 Gramm sollte es wiegen, dass so ein Laib Brot in vier Teile geteilt werden sollte. Ale dzielono zawsze na pięć i czasami na sześć. Man teilte jedoch gewöhnlich das Brot in fünf, manchmal sogar in sechs Teile. Ale nie tylko Bednarek sam kradł, również Stubowi kradli za jego wiedzą. Nicht nur alleine Bednarek stahl, dasselbe taten auch die Stubendienste, allerdings mit seinem Wissen. Sind noch Fragen zu stellen an den Zeugen? Herr Staatsanwalt, Herr Reichsanwalt Armand, Herr Reichsanwalt Rahmen, Herr Reichsanwalt Dr. Eggert. Herr Zeuge, wie war das mit diesem Englischunterricht? Wer hat wem Englischunterricht gegeben? Feuermann dem Bednarek. So hat es der Zeuge geschildert. Der Feuermann hat dem Bednarek Englischunterricht gegeben und dafür von Brot bekommen. Ja. Hat das richtig verstanden, ja. Herr Zeuge, es fällt bei Ihrer Vernehmung wiederum auf, dass Sie immer vom Strafkommando sprechen. War das damals die gebräuchliche Bezeichnung für die Leute, die im Block 11 untergebracht waren? Proszę pana, o pana zeznaniu słyszę się słowo Strafkommando. Czy to była ta nazwa, którą używano w stosunku do ludzi mieszkających na bloku 11? Nie, to było SK. Nein, das war SK. So hieß es. SK. Und woher, Herr Zeuge, kennen Sie den Ausdruck Strafkommando? I skąd pan zna to wyrażenie Strafkommando? Ja byłem na tym bloku przeszło pół roku i to o tym się mówiło. Ich war doch auf diesem Block über ein halbes Jahr und man sprach davon. Vom Strafkommando. Mówiono o, używając wyrażenia Strafkommando. SK Strafkommando. Ja, man SK Strafkommando. Herr Zeuge, dann muss ich Ihnen aber vorhalten, dass sämtliche heute Morgen vernommenen, zu Bednarek vernommenen Zeugen den gleichen Ausdruck gebraucht haben, obwohl, ich kann das jetzt nicht bis in jeden Einzelfall nachprüfen, aber zumindest der weit überwiegende Teil der anderen Zeugen ausschließlich das Wort Strafkompanie bis jetzt gebraucht haben. Es knüpft sich daran eine weitere Frage, die Sie aber möglicherweise nicht beantworten können. Chciałam zwrócić panu uwagę na to, że wszyscy świadkowie, którzy dzisiaj zeznawali przeciwko Bednarkowi, używają zwrotu Strafkommando. Przy czym większość świadków, których my tutaj słuchaliśmy w tej sprawie, używali słowa Strafkompanie. Czym to się tłumaczy? Dlaczego świadkowie zeznali tak albo inaczej, ja nie wiem, ale ja wiem, że to się nazywało Strafkommando. Warum die Zeugen so oder so ausgesagt haben, das weiß ich nicht. Ich weiß nur,
das Strafkommando gewesen ist. Ja, Herr Zeuge, sind Sie vor Ihrer heutigen Vernehmung schon mal in diesem Verfahren oder in einem ähnlichen Verfahren vernommen worden? Czy przed Pana zeznaniem dzisiaj został Pan przesłuchany, czy w tej sprawie, czy w jakiejś innej sprawie? Gdzie? Wo? Ich frage doch. Ne, wo? Nie zrozumiałem pytania. Ich verstehe die Frage nicht. Ob der Zeuge irgendwo schon einmal zu dieser Sache vernommen worden ist. Zu dieser oder zu einer ähnlichen Sache, also zu seinen Erlebnissen in Auschwitz? Sei es im In- oder im Ausland. Czy pan już w tej sprawie, czy w jakiejś innej sprawie, za granicą, czy też tutaj został już przesłuchany? Ja zostałem przesłuchany w Polsce w 1947 roku przeciwko Lager Älteste od Bobrek Łukasik, ale który nic nie ma wspólnego z Bednarkiem. Ich wurde 1947 in Krakau vernommen in einer Strafsache gegen den früheren Lagerführer von Bobrek, Łukasik. Das hat aber mit Bednarek nichts zu tun. W tej sprawie ja sam nie wiem, w jaki sposób zostałem wezwany jako świadek, bo ja się w ogóle nigdzie nie zgłosiłem. In dieser Sache weiß ich überhaupt nicht, wie ich dazu gekommen bin, dass ich eine Vorladung bekam. Ich habe mich nie in der Angelegenheit gemeldet. Sind Sie in Tel Aviv von einem Untersuchungsrichter vernommen worden? Czy w Tel Awiwie sędzia śledczy pana przesłuchiwał? Nie, w Tel Awiwie żaden sędzia śledczy nie przesłuchiwał. Nein, in Tel Aviv wurde ich von keinem Untersuchungsrichter vernommen. Danke. Die übrigen Herren Verteidiger, bitteschön. Der Herr Eckert so großen Wert darauf legt, auf Strafkommando und Strafkompanie. Eine Frage an Sie. Kennen Sie die Hefte von Auschwitz? Proszę pana, w związku z tym właśnie, że takie duże znaczenie przywiązuje adwokat do zwrotu Strafkompanii i Strafkommando, chcę się pana zapytać, czy zna pan zeszyty oświęcimskie? Zeszyty? Co znaczy zeszyty? To jest wydawnictwo takie, nazywa się Zeszyty Oświęcimskie. Nein, was ist denn das? Ich kenne das nicht. Dankeschön. Ich habe nur deshalb gefragt, weil die Hälfte von Auf ist in manchen Sprachen als Strafkompanie, die Artikel übersetzt sind, im Russischen zum Beispiel als Strafkommando. Wenn keine Fragen mehr sind von Seiten der Angeklagten, Bednarek, wie ist es? Herr Präsident, ich wiederhole, das ist nicht wahr, was der Zeuge gesagt hatte. Herr Zeuge, wollten Sie noch etwas sagen? Oskarżony Bednarek na zapytanie przewodniczącego powiedział, że to jest nieprawdą to, co pan dzisiaj tu mówił. To wobec tego to nie tylko, że on był mordercą, ale jest wielkim kłamcą, wielkim kłamcuchem, nie tylko mordercą, ale wielkim kłamcuchem. Że to trzeba bezczelność, żeby teraz to powiedzieć. Wenn er so ist, dass er so sagt, dann ist er nicht nur ein großer Mörder, sondern ein großer Lügner, wenn er die Stirn heute hat, so etwas zu behaupten. Das ist eine Unverschämtheit. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Czy może pan z czystym sumieniem przysiąc na to, co pan dzisiaj powiedział? Z najczystszym sumieniem. Mit reinem Gewissen kann ich das. Mit najczystszym. Mit dem reinsten Gewissen kann ich das.